Okay, das ist gut. Bremse, Junge. Wir haben vor kurzem für die Sendung Grip, aber Teil 2, was Lustiges gedreht. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Lindford. Heute testen wir was richtig Cooles für euch. Und zwar das Auto, was hier hinter mir steht. Das ist der BMW Alpina XD4. So sieht er aus. Wir mal fahren oder einmal eine Runde laufen und über das Auto quatschen. Was ist dir lieber? Aber wir quatschen hier. Ja. Von vorne. So als Basis finde ich das Auto sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ich finde, die neuen BMW-Modelle haben echt gut aufgeholt. Das ist den wir gerade aktuell fahren. Das ist der X5, Schätzchen. Also der fährt sich wirklich top. Ja. Wie der X4 sich fährt, weiß ich noch nicht. Bin noch kein X4 gefahren. Alpina. Alpina kenne ich von ganz, 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 ganz früher. Ne? Mir persönlich etwas zu eckig. Okay. Ja, also wenn du zum Beispiel den Frontspoiler dir anguckst, das sieht alles sehr, sehr eckig aus. Ja. Für meinen Geschmack. Also bitte, jetzt nicht die, ich mache das Auto jetzt nicht schlecht. Also bitte nicht. So im Großen und Ganzen ein cooles Auto. Ja? Findet ihr den Alpina X4 gut oder weniger gut? Gibt es hier überhaupt Alpina-Fans? Vielleicht haben wir welche. Die Räder finde ich sehr schön. Die gefallen mir bei dem Auto. Siehst du einen Alpina als Mitbewerber? Nee. Für mich kein typischer Tuner. Also da kann man hier direkt bei BMW so bestellen. Und, also ich kenne selten jemanden, der zu Alpina gegangen ist und sich ein Auto umgebaut hat. Also, okay. Mhm. Deswegen, ja, die haben einen ganz anderen Stil. Also wirklich ganz anderen Stil. Ne? Auch wie du schon sagst, sie behalten den Stil bei, ne? Das ist das. Also da gab es schon früher, in den 80er, 90er Jahren, waren die schon so eckig und die haben den Stil beibehalten. Finde ich irgendwo nicht schlecht, aber irgendwo, man muss schon mit der Mode gehen, ne? Nur weil man früher Buffalos modern waren, weiß ich nicht, dass die heute modern sind. Mit dem Streifen, mit den Akzenten, ist das auch find schon cool. Immer? Ja, ja, das war schon früher so, hatten die so solche Streifen auf den Autos. Finde ich nicht schlecht. Manchmal wirkt das ein bisschen zu viel, aber eigentlich für meinen Geschmack nicht schlecht. Die Seitenschwelle finde ich richtig cool. Nur hier wirkt das, guck mal, hier wirkt das, als wenn die Tür höher wäre als das hier. Wisst ihr das? Ja. Und das ist einfach vom BMW so gemacht. Weiß ich nicht. Aber das glaube ich nicht von Alpina. So, das finde ich Fussel. Aber das haben viele BMWs, ja. Oder habe ich, warte, letztens habe ich das bei dem RSQ8 gesehen. Gleich ist das. Was ist das? Guck mal hier von der Seite, nein, bitte. Also, nee. Nee. Also ich muss sagen, hinten kannte ich auch schon, aber vorne, das habe ich so. Das ist so. Nee. Also meinst du das nicht? Also, das soll die Räder, glaube ich, abdecken, die Lauffläche, aber. Nee. Wundert mich auch, dass das keine Windgeräusche macht oder so beim Muss. Winde. Alles, was so scharfkantig nach außen steht, gerade quasi zum Wind, muss eigentlich. Also, ne? Der Dachspoller, ist das Serie oder ist das von Alpina? Das ist eine gute Frage. Müssten wir jetzt mal nachschauen und einblenden. Hat der da eine Bremsleuchte drin, rechts und links? Nein, ne? Nein. Das wäre noch cool gewesen. Was überlegst du? Ich guck. Auf jeden Fall den Dachspoller finde ich richtig cool. Ja. War ein bisschen scharfkantig hier, aber schön, optisch sehr schön. Der Hecklampenspoiler finde ich auch cool. Ja, finde ich sehr schön. Aha. Sind wir wieder beim Heck.
guck mal, das ist der X5 Serie, ne? Serienauspuff, die Endrohre, finde ich sehr schick, sehr schick. Wenn man die da einbauen würde, fände ich schon cooler. Ja. Diffusor? Auch wiederum sehr eckig, sehr, sehr, sehr eckig. Du kannst auch von Weitem gucken. Ich hätte die vielleicht so ein bisschen mehr, die sind so leicht geknickt hier. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr so geknickt. Ich will einfach alles nur von meinem Geschmack, von meinem Empfinden. Sehr schöne Logos haben die. Anders. Mhm. Es ist anders, es ist nicht schlecht, aber mir fehlt hier was. Zum Thema Leistung. 340 PS hat er serienmäßig und 394 hat der Alpina drauf geballert. Was noch richtig cool ist, es ist zwar so groß, fast so groß wie ein Handy. Also guck mal, ich habe kleine Hände. Habe ich kleine Hände? Nee. Normale. Normale. Schöne, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Sehr groß, aber ich finde es cool. Zum Entsperren. Boop. Hier kann man Reichweite nachlesen. Guck mal, Klima kannst du einschalten. Also das hat BMW auch richtig cool gemacht. Ne? Hier zum Fahrzeug, alles Informationen zum Fahrzeug. Cool. Ich würde vorschlagen, wir scheppern das Auto. Nein, wir fahren das Auto. Ein paar Sekunden später. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns den Innenraum an. So, so sieht's aus. Schöne Sitze. Sitzt du nicht auf die Seite hier? Fahrerseite ist meist schöner. Ja? Oh, das fühlt sich aber gut an. Das fühlt sich aber gut an. Die Carbonleisten sind, glaube ich, von BMW oder von Alpina? Ich glaube, von BMW sind, wenn da Alpina draufstehen. Ne? Das ist aber auch schön, guck mal. Ist das das 299. Fahrzeug? Wahrscheinlich, finde ich cool. Die sind auch limitiert, glaube ich, ne? Aber ich glaube, nur eine gewisse Zeit werden die gebaut und dann ist zu Ende, ne? Ja, gut, das ist wie die Autos bei BMW. Du bist entlassen! Schön. Der Lenkrad ist halt, ne? Anders oder haben sie nur das Logo getauscht? Ich glaube, es ist auch ein bisschen kleiner, vom Gefühl her. Das Lenkrad ist ein bisschen kleiner. Der Aufpreis für den Alpina liegt bei 15.000 Euro. Jo. Ist ein Steingeld, natürlich, ja klar, die haben das ganze Body, also Front, Heck und Schweller verbaut, Dachspoiler, Heckspoiler, ja, mit Lackierung dann drum und dran, dann die Felgen, Reifen, auf der Bremse habe ich gesehen, die Alpina, Leistungssteigerung. Ja, okay. Oh ja, passt. Jetzt setze ich mal nach hinten. Wieso? Weil ich würde gerne den Platz sehen, im Gegensatz zu dem X5 nämlich. Achso, dann warte, dann muss ich ein bisschen, aber... So wie du fährst, genau. Weil ich glaube, nach oben hin hast du weniger Platz. Tschupp. Du. Oh ja, weniger, aber ist okay. Gut, ich bin ja nicht groß, ne? Also finde ich schon, aber eigentlich nicht. Ah, ist okay. Das ist aber echt schön, ne? Hinten Klimatronik, Anschlüsse zum Laden, vom Handy. Alles da, was man braucht bei dem Auto. So, da merkt man den Unterschied. Das ist ein Diesel. So ist identisch zum X5, ne? Ja gut, ich glaube, die Technik haben die ja nicht geändert. Das ist okay so. Head-Up-Display, natürlich meine Brille wieder. Nicht so gut. Ah. Natürlich mit meiner Sonnenbrille schlecht sichtbar. Aber... Schön, gut ausgestattetes Auto. Ja.
Was mich so ein bisschen stört, ich bin ehrlich, die mittlere Kopfstütze. Weil nach hinten sehe ich nichts. Hinter mir ist jetzt ein Auto gewesen. Ich habe das Auto gar nicht gesehen. Ja, und die, ich glaube, die Heckscheibe ist natürlich auch ein bisschen schmaler. Ne? Das liegt an der Kopfstütze. Die müssen wir dann runterschmeißen. Auf den ersten Metern, was fällt dir auf vom Fahren her? 11.05 Uhr. 11.05 Uhr. Das fällt mir auf, meine Damen und Herren. Wenn ich im Komfort schon war, dann bin ich am Hart. Diesel natürlich, kannst du viel rausholen. Ne? Ja, an Newtonmeter, an PS kannst du gut chippen. Verbraucht wahrscheinlich nicht viel. 9,2 Liter. Ist okay. Für einen Diesel, ein großes Auto, schweres Auto, darf ruhig etwas schlucken. Wenn du das jetzt aber vergleichst mit dem X5, den wir momentan haben? Der X5 fährt sich viel, viel besser. Ja, muss man ehrlich sagen, ne? Du bist auch damit gefahren, oder? Mhm, sehr schön. Ein paar Tage, ich muss sagen, krasse Überraschung. Mhm. Ja. Auch vom Verbrauch her, ne? Aber ja. Das ist mhm. Ja, ist ja Hybrid, ne? Nee, mich stört das mit der Scheibe hinten, dass ich nicht rausgucken kann. Weil, guck mal, du musst damit fahren, Sascha, eine Runde. Ich sehe einen ganzen LKW durch die Kopfschütze nicht. Jetzt sehe ich den, weil der nah ist. Aber wenn das Stückchen weg ist, ich sehe den nicht. Hier die ganzen Bedienungselemente, wenn du hier guckst, die ganzen Lüftungsschächte und so weiter. Sehr schön verarbeitet, kennen wir aber aus den anderen BMW-Modellen schon. Hier finde ich sehr schön zum Beispiel, dass da so kleine Details sind. Hier so ein X4, finde ich cool. Ja, kleine Zwischeninfo noch. Wir haben vor kurzem für die Sendung Grip auf RTL 2 was Lustiges gedreht. Ja, und wenn das gut ankommt und so weiter, kriegen wir ein bisschen öfter. Ein paar Minuten nur für uns. Darf ich nicht viel erzählen, deswegen sage ich nichts. Lasst euch überraschen. Ich werde das bei Instagram veröffentlichen, wenn das soweit ist. Ja, die Vespa-Fahrer begrüßen sich. Ne? Genau. Eine weitere Zwischeninfo noch. Wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr den Verkauf komplett abgegeben. Aber nur den Verkauf. Ja? Also das heißt, bei uns kann niemand mehr kaufen. Außer, wenn eine Firma XY zu uns kommt und möchte, dass wir quasi Designs für die erstellen oder produzieren oder exklusiv. Das geht. Warum ich das sage? Weil viele Kunden kommen immer noch zu uns nach Kamp Lintfort und wollen da irgendwie Teile bestellen, ob das Felgen sind oder Folierungen oder egal was. Und das, da gab es schon auch in der Vergangenheit etwas Ärger, weil der Kunde hat einen Termin, der bringt das Auto zu uns und dann sagen wir, nee, du bist falsch. Bis der Dienstlacken war, hatten die schon zu. Ja? Ja. Ja, also wirklich Chaos. Also bitte darauf achten, wo ihr anruft. Ihr könnt nur in Dienstlacken anrufen. Die Werkstatt von uns ist jetzt komplett in Dienstlacken und der Verkauf ist in Dienstlacken. Haben wir auch auf Google zwei Standorte hinterlegt, sodass man theoretisch nicht mehr falsch fahren sollte. Genau. Genau. Also ich bitte euch darum, wenn ihr da irgendwas haben wollt, wendet euch direkt an Rio in Dienstlacken. So sieht's aus. Da gib mal Gas. Nee, da ist hier Easy Rider Phones. Johnny Phones. Das machen wir noch glatt. So, meine Damen und Herren, wow. Okay, das ist gut. Fährt sehr ruhig. Bremse, Junge. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er so eine Bremse hat. Geil. Ich wollte so wie bei dem X5 auch so ein bisschen. Ja. Also nur ein bisschen. Aber Junge. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch bei Audi, muss ich sagen, besser, dass sich dann auch das ganze Tacho ändert. Mhm. Ne? Hier ändert sich die Farbe. Farbe, ja. Fährt echt stabil, also wirklich sehr, sehr schön ruhig. Ich bin der Typ, der große Autos mag. Deswegen habe ich vor 2 Jahren den McLaren gewechselt, weil der war mir zu klein. Ich hatte den 570er als S. Jetzt lachen. Der war vom Kleinen auf groß gewechselt. Ja, der war mir zu klein. Deswegen habe ich den 720er, weil der ist länger und breiter.
Was spricht für das Auto? Also für dich, nur deine Meinung? Meine Meinung, Ausstattung, Innenausstattung, top. Wirklich ja. Sehr schön. Obwohl, wie gesagt, mit dem iPad ist das natürlich Fall für Cobra 11, aber das habe ich schon oft genug gesagt. Mir gefällt es nicht, aber so im Großen und Ganzen sehr schön. Die Felgen sind okay. Dampf, sehr gut. Gut, fast 400 PS, ja. Also, auch wenn das so ein Klopper ist, die 400 PS als Diesel, ja, man muss dann auch noch sehen, als Diesel schieben die schon echt nach vorne. Negativ. Negativ? Oder sagen wir, was würdest du ändern? Hört sich schöner an. Die Anbauteile, außer der Heckspoiler und Dachspoiler. Aber ansonsten, und die Seitenschweller. Was ich sehr schön finde, sind die ganz kleinen Logos hier, hier, da steht Alpina und so weiter. Also finde ich sehr schön. Und die 15.000 Euro Aufpreis finde ich auch gut. Also die sind gerechtfertigt. Ja. Jetzt werden viele sagen, ja, 15.000 ist ein Auto für, ja. Was man alles hier einbauen muss, also Felgen, Reifen, wahrscheinlich Tieferlegung, die Bremse, habe ich gesehen, die ist auch von Alpina. Chip-Tuning, die ganzen Logos. Ich meine, so ein Logo kostet auch 10er ja, im Einkauf. Ich sage in dem Sinne hier vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat oder der Kanal, abonniert uns, teilt die Videos, kommentiert, Likes, was ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, bis dann.